Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Until Dawn-Freunde. Mein Name ist Sirius und wir hatten in der letzten Folge Geisterkontakt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nach Geisterkontakt und wirklich teilweise gruseligen Szenen in diesen wirklich vertrauenswürdigen Keller hinabsteigen sollten, weil er sieht so richtig nach Spaß aus. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Okay, die haben ihr Haus auf ein altes Hotel gebaut, oder was? Kann aber nirgendwo rechts und links reingehen. Zum Glück. Tür scheint auch verschlossen, keine Öffnungsoption. Alter Fahrstuhl. Aber nichts weiter zu sehen. Ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Ja, eigentlich waren wir ziemlich scheiße. Wenn du's wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Status-Update. Wir sind sehr ehrlich, wir sind sehr hilfsbereit. Unsere Beziehung zu Chris ist irgendwie ganz gut. Wir sind nicht sonderlich tapfer oder romantisch, muss ich sagen. Keine neuen Totems. Und hier auch keine neue Schmetterlingserfahrung. Suche nach Sam. Echt keine anderen Hinweise hier nirgendwo? Auch nicht, wenn die Kamera so nah kommt? Da drüben. Ich hab's auch gesehen. Ihr habt's gesehen, wir haben's gesehen. Buttcam. Ein Kondom. Oh nein. Ah nee, ein Haarband. Ein Armreif. Oh. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Okay. Wir müssen sie finden. Schnell. Nein, nicht schnell. Bei schnell bin ich total schlecht. Also wenn gleich so eine Szene kommt, dass sie stirbt, ich schwöre, dann mache ich sofort die Xbox aus. Quatsch, die PlayStation. Wie heißt diese Konsole hier, auf der wir spielen? Und dann müssen wir die Szene nochmal spielen. So lange, bis wir Sam gerettet haben. Sam stirbt nicht. Ende aus Mickey Mouse. Ganz überzeugende Worte, ne? So von so einem harten Typ, ne? Ende aus Mickey Mouse. Sagen auch echt, glaube ich, nur taffe. Richtig taffe Typen. Muss da noch irgendwas sein, Mann, ey. Okay. Hey, die hier. Gefälschte Zeitung. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt echt so an den Haaren herbeigezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt ein Gerücht verbreitet, um so eine Art Horrorhotel zu eröffnen oder irgendwie sowas. Oder man könnte gefälschte Zeitungen verbreiten, um irgendwas, was mit Horror zu tun hat,
zu verheimlichen. Eins von beiden. Komisch. Bei ihm gucken, ist das jetzt hier bei den Beweisen mit dabei? Das war jetzt nicht mit dabei, oder? Doch hier. Ein Stapel alter Zeitung mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden. Okay. Alte Zeitungen, die neu gedruckt wurden. Das würde ja eher meine Theorie bestätigen. Meine Theorie bestätigen, dass man versucht, so Gerüchte zu schüren. Weil nämlich jetzt hätte man ja nach Jahren eigentlich nichts mehr zu verheimlichen, oder? Falls ihr das Spiel kennen solltet und irgendwie eine Ahnung habt davon, dann würde ich euch auf jeden Fall immer beten, nicht die anderen Zuschauer zu spoilern. Viele kennen es vermutlich ja auch. Ich kann jetzt nur mal als Hinweis sagen, dass ich persönlich jeden, der spoilert, banne. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. So ein bisschen so, wie du den anderen umgebracht hast, mein Freund. Ich finde, wir sollten mutig sein, meine Freunde. Ich glaube, vom Typ her wäre sie eher ängstlich und würde sagen, sie wäre so erst so ängstlich, würde sich dann überreden lassen. Würde sowas sagen wie, ich weiß nicht, ich will nicht darunter. Und er so, ey, ich pass auf dich auf und so. Und bin halt ein cooler, tougher Guy. Und was so Typen dann halt so sagen in so einer Situation, um cooler zu sein. Aber um sicher zu gehen und um Sam zu helfen, sind wir auf jeden Fall mutig. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Sirius hat immer recht. Merken Sie sich bitte das. Status-Update. Das ist jetzt, wahrscheinlich ist jetzt ihr Mutigwert ein bisschen gestiegen, oder? Kann das sein? Vermutlich. Alter, kannst du mal ein bisschen langsam machen? Vielleicht sind hier noch 1000 Hinweise versteckt. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Leben die Mädchen eigentlich noch? Wir haben ja gesehen, wie sie in den Schnee gestürzt sind ganz am Anfang. Und da sind sie ja wirklich gestorben, oder? Sind sie da wirklich gestorben? Lebt Hannah noch? Lebt Bess noch? Nehmen ihre Eltern Rache? Aber dann hätten sie ja nicht ihren eigenen Sohn sterben lassen. Immer, was man sieht, wo die Kamera nicht hinguckt. Ich meine, ich sehe ja da den Raum. Aber ist hier noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Okay. Die Autobatterie, mit der man ziemlich viele Schmerzen und Verbrennungen zufügen kann, lassen wir jetzt eigentlich mal außen vor. Warum untersucht sie die nicht? Doch, jetzt. Okay, TV und Lights. Batterie und Timer. Okay, das würde doch so danach aussehen, dass man irgendwas... Ja, aber selbst wenn man irgendwas vorspielen würde, die ganzen Leute sind jetzt tot. Ja, also wenn man jemanden Angst einjagen wollte, dann würde ja niemand zerfetzt. Okay? Gucken wir uns das an. Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Klingt ein bisschen nach einer Geisterbahn. Könnte sein, muss nicht sein.
Könntest du vielleicht mal hinterherkommen, Chris? Oder muss ich wirklich 10 Meter vorne vorweglatschen alleine? Ich fand gerade so einen Moment lang, war so die Spannung wirklich so richtig bis zum Zerreißen gespannt. Also man konnte das richtig spüren, wie das an den Nerven zerrt. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Falsche Gedärme, um Tod vorzutäuschen? Nein, da sind Leute abgestürzt. Das kann einfach nicht sein. Es ist ausgenommen worden, auf jeden Fall. Wir wissen, dass am Anfang gerne Streiche gespielt wurden und dass die Streiche total gefeiert haben. Aber würde man so weit gehen, seinen eigenen Tod zu inszenieren, um Streiche zu spielen? Klingt mir jetzt irgendwie zu weit hergeholt. Oh shit. Das ist ja echt reizend. Hinweis entdeckt. Haken und Ketten. Hier ist das Schwein. Es wurde vor kurzem ausgeweidet. Würde für die Gedärme sprechen. Blutige Haken und Ketten. Das sieht nach Schlachthauszubehör aus. Aber wir haben ja auch gesehen, wie der farbige Sportlerkollege aufgehangen wurde. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Okay, wir müssen noch einen Hinweis hier irgendwo haben. Denn zwischen dem Schwein und dem Dingen war ja gerade noch ein Feld frei, falls ihr das gesehen habt. Deshalb glaube ich, dass hier irgendwo in diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, irgendwo noch ein Hinweis ist. Also relativ nah hier auf jeden Fall irgendwo. Vielleicht die Bilder, die Fotos da hinten an der Wand. Die sind ja relativ eindeutig. Das sind wir. Das sind wir? Boah, wie vorhergesagt, ne? Hinweis entdeckt, Fotos von Freunden. Und ich glaube, Emily wurden die Augen ausgekratzt, weil sie auch ziemlich scheiße ist. Hat der Herr Sirius auch schon seinem Dr. Hill gesagt. Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! Gott, wenn es eine Todesliste ist. Ja, guck mal, das war das dazwischen. Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Ja, und nur Emily wurden die Augen ausgekratzt. Das war jetzt nicht von Belang? Okay. Alter, lass uns mal alles mitnehmen und suchen und finden, was es hier vielleicht gibt. Was mich wundert, wir haben kein Totem gefunden, schon lange nicht mehr. Hier geht's rein. Aber der Kollege ist ja noch dort gegangen. Ist das eine Sackgasse vielleicht? Ansonsten sollten wir vielleicht wenigstens noch in diese Türe gucken da hinten. Ist natürlich super, dass der gegangen ist und ich hier alleine Türe an aufmachen darf. Stellt euch mal auf einen guten Schrecken ein jetzt. Projektor. Wo ist Chris hin? Wieso steht Chris nicht mehr hinter uns, wenn wir hier den Projektor finden? Willst du da wirklich rein? Nein. Doch, müssen wir. Wir spielen ab, was wir sehen. Oder was zu sehen gibt.
Hallo? Oh mein Gott! Echt, oh Gott, Gott, du hast das wirklich getan. Chris, das ist vom letzten Jahr. Nicht ein kleines bisschen. Komm schon, sie hat das dumme Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Das aus. Du warst damals wirklich begeistert davon. Sie sieht wirklich so aus, als würde sie das bedauern, oder? Und nachdem jetzt so viele Menschen gestorben sind, wer würde das bitte schön nicht bedauern? Oder welches Arschloch würde das bitte schön nicht bedauern? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Chris ist der Mörder. Chris ist der Psychopath. Chris hat sie gerade ein paar Mal geschuldigt. Nein. Oh, Chris, 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 Chris! Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte hier, Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was raus. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach, Geister benutzen keine Kameras, sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. War Chris eigentlich jemals schon mal in Gefahr? War Chris schon jemals irgendwie in der Gefahr, sterben zu können? Beziehungsstatus zu Chris ist super. Wir sind allerdings absolut fucking unromantisch. So, wir haben den Projektor gefunden. Ja. Uah, gruselig. Also ich fand's jetzt gruselig. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr das so... Ich fand's gruselig. Sonst gibt's hier nichts. Jeder Hinweis. Buttcam. Kein Totem mehr. Da geht Chris nochmal raus. Und er war auch gerade so mega sauer. Er hat zu ihr so... Er hat sie so angefahren. Ja, also er hat sie irgendwie so beschuldigt. So, die hat das doch Spaß gemacht. Als wenn sie alle... Aber sie würden die doch nicht alle umbringen. Oder vielleicht nur die, die sich scheiße verhalten. Vielleicht die, die es bereuen dürfen, überleben. Emily sollte auf jeden Fall sterben, weil Emily halt so oder so scheiße ist. Aber vielleicht hätten ein paar überleben dürfen, die sich halt nicht so scheiße verhalten hätten. Hätten welche überleben dürfen? Es hätten ja alle überleben können, angeblich. Boah, ich hätte so Bock, das normal zu spielen und sofort zu probieren, alle überleben zu lassen. Oder vielleicht halt nur die ein oder andere. Emily dürfte trotzdem sterben. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los! Ja. Ja, 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 ja. Oh, okay. Okay, du hast recht, ich komme. Wir bleiben beieinander. Wir bleiben auf jeden Fall beieinander. Ach du Scheiße. Na komm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Zusammenbleiben. Das war das Ziel. Zusammenbleiben.
Wir sind auf jeden Fall zusammengeblieben und vielleicht wäre es klug gewesen, nach Sam zu schauen, das weiß ich nicht. Aber ich fand es klüger, in der Situation nicht alleine voranzugehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Morgen wissen wir, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Nicht vergessen. Haut rein.